Leute, gucken wir jetzt erstmal den neuesten Kinofilm an. Ich sitze schon bequem. Und der Kinosaal ist in einem Lost Place. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Du läufst hier in so einer Mall lang und kein Mensch ist mehr da. So eine Epidemie ist ausgebrochen und du bist hier alleine. Vielleicht kommen die Zombies um die Ecke. Guck dich doch mal an, wie hoch das Ganze hier geht. Hier in der Ecke ein Grabstein. Wer schleppt denn ein Grabstein ins Kino? Bitte Abstand halten. Wie ich gerade schon gesagt habe. Großes Osterbuffet. Zusätzlich was? Mit Hai und Wildschwein. Aufgrund der Covid-Pandemie können wir hier im Parkschein nicht mehr entwerten. Boah. Freunde, zieht euch das mal rein. Und das ist wirklich so fenstisch hier. Keine Gäste mehr. Wodurch ist das Ganze geschlossen? Ist das Ganze durch Corona geschlossen worden? Ja, moin Freunde und willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Ja, wir sind hier heute an einem Ort, wo wir schon mal waren. Der Jack und ich an einem riesengroßen verlassenen Einkaufscenter. Und mit dabei Jack from the Silver, Mike ist da hinten. Und was es jetzt hier so gibt, Freunde, seht ihr wie immer jetzt hier in dem Video. Viel Spaß dabei. Jetzt haben wir schon einiges getan. Da war ich gerade unterbrochen worden von der coolen Information, dass es wohl offen sein muss. Das war letztes Mal schon so. Aber hier vorne, hier ist alles richtig mittlerweile verwildert. Kann ich mich noch daran erinnern, das war noch ein bisschen, war das schon so, aber nicht so. Ihr hattet jetzt mittlerweile wirklich einen richtigen apokalyptischen Charakter hier. Sieht auf jeden Fall schon mal hier ziemlich spannend aus und hat auch eine spezielle Atmosphäre, wenn ihr euch das mal anschaut hier. Läuft hier in so einer Mall lang und kein Mensch ist mehr da. Auch wenn ich es öfters benutze, aber das hat so richtig apokalyptischen Flair. So eine Epidemie ist ausgebrochen und du bist hier alleine in so einer Mall. Und gleich kommen die Zombies um die Ecke. Alter Falter, wo sind wir hier? Hier war auf jeden Fall auch ein Laden. Boah. Wie riesig ist das denn hier, Freunde? Hier hängt schon alles runter. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, dieses Center soll auch irgendwie abgerissen werden. Hier ist überall alles offen, beziehungsweise da ist noch was runter. Man kann nur wieder mutmaßen, ne? Wodurch ist das Ganze geschlossen? Ist das Ganze durch Corona geschlossen worden? Warum existiert dieses Center nicht mehr? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu denkt oder was ihr davon haltet. Oftmals ist es ja wirklich durch Corona, dass sowas passiert, ne? Stand hier draußen eigentlich irgendwo dran, welche Läden hier drin waren? Hat das einer gesehen? Hier war, glaube ich, Aldi drin. Aldi? Ich hab da hingelesen. Da ist so ein Einkaufswagen mit Aldi. Ja? Und da hinten an der Klingel stand Anlieferung Rossmann. Hä? Ich habe nämlich gerade auch meinen Zuschauern so gesagt, ich sag, was war hier für ein Laden drin? Ich meine, ach, da ist so ein Obst hier, genau, Qualität in ihrer Nähe. Ich meine, hier wäre Aldi gewesen. Ja, das kommt schon hin. Ich meine, die Größe passt ja auch, ne? Hier war, glaube ich, wirklich auch alles drin, irgendwie, ne? Ja. Doch, da. Öffnungs Aldi, genau. Hier war echt Aldi. Und hier waren wahrscheinlich mal die Werbung drin hier. Heute im Angebot. Oder beziehungsweise vielleicht von dem ganzen Center her, würde ich mal sagen, was hier so alles war. Ich meine, hier war ja kein Eingang da, wo wir reingekommen sind, aber hier war bestimmt mal so ein Informationsbereich, wo du gucken konntest, was hier so alles hier im Center ist. Das ist wirklich mal eine ganz andere Sache hier. Hier haben wir jetzt mal ein bisschen Licht gleich. Ich hab nämlich meine Taschenlampe vergessen. Da ist so eine Pflanze. Ist auch wieder so Endzeitstimmung. Das sieht wirklich aus, also Freunde, wenn ihr Walking Dead schaut, ne? Oder geschaut habt, besser gesagt. So sieht es hier einfach aus. Da noch ein verlassener Einkaufswagen. Und was ist hier? Was war denn hier? Treppe. Hier hinten noch wie so eine Art Thekenbereich. Gute Frage, da hinten noch so ein Waschbecken. Hier halte ich mich nicht so lange auf, weil da ist direkt die Straße. Schöner Boden hier. Schade, dass alles dann so nicht mehr genutzt wird. Ne? Hier ist ein Waschbecken. Liegt da noch hier irgendwie so ein, weiß nicht, was das hier ein Küchenbereich. Speisen mit Tradition, also wie ich schon sagte, hier ein Küchenbereich und hier wahrscheinlich irgendwie halt so konntest du essen. Jetzt mache ich mal Licht. Weniger Freunde. Ach du Heiland. Hier bist du ja richtig oben präsentiert. Ja, guck mal, hier ist der Haupteingang von dieser riesen Mall. Und das Schlimme daran ist,
ungefähr eine Minute von hier ist halt die Polizeiwache. Und da geht hier von einem Bereich, wo wir jetzt hier gerade waren, geht das hier in den, ja, da ist irgendwie zu, geht das in den nächsten Bereich rein. Und dann hast du hier nochmal ein riesengroßes, ja, Ladenlokal, beziehungsweise eine riesengroße Fläche. Das ist echt schade, sowas, ne? Ja, Corona hat wirklich viel kaputt gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen. Und soweit ich weiß, ist das auch schon seit irgendwie 4 Jahren jetzt hier geschlossen. Oder 3 Jahren, 3, 4 Jahre. Ja. Viele Einzelhändler, viele Läden sind einfach wirklich durch Corona kaputt gegangen. Hier ist noch eine Leiter. Kannst du in den Schacht da oben reinklettern. Ja, kannst du hier mal eine Runde drehen hier durch die ganzen, durch die ganze Lüftungsanlage hier. Komm mal hier, Langnese. Solero Eis, 99 Kalorien. Konfekt, lecker. Notausgang, diese Tür darf nicht verstellt werden. Also dann jetzt hier Strom, wieder eine Leiter. Und Kabel gibt es hier auf jeden Fall nur genug. Schönes Kupfer. Notausgänger. Das heißt, irgendwie kommen wir jetzt, glaube ich. Ah, ich sehe schon wieder was. Da sieht man es nämlich schon, Freunde. Aldi. Da ist die Tür zugemacht. Hier geht es nochmal hoch. Hier wird Feuerlöscher hingemacht. Und hier sind wir wieder im Aldi. Halleluja. Was ein verwinkeltes Ding hier. Gehen wir mal hoch. Straße. Ein Rollwagen. Wo geht's denn hier hin? Ein einsamer Gang. Teppichboden. Geht's hier irgendwie ins Kino? Was ist hier los? Kein Zutritt. Flucht- und Rettungsplan. Hier sind doch bestimmt irgendwo die Kinoseele, Freunde, oder? Bin ich hier? Ja, sehr, oder? Guckt euch das mal an, Freunde. Alter Falter. Hier war der Kino. Ja, guck mal, da unten ist die Tür oben. Ja. Aber was für fette Räume hier, Freunde, ne? Und die waren richtige Kinoseele und das in so einem Shoppingcenter. Krasse Nummer, ey. Schreibt mal fleißig in die Kommentare, Freunde. Hab ich auch noch nie gesehen, sowas. Unter den Baum. Hm? Krass. So ist dieses Konstrukt hier gebaut. Habt ihr sowas schon mal gesehen, Freunde? Hier sind wir genau unter dem Kino. Hier sind überall die ganzen Kinoreihen hier, die hier so runtergehen. Krass. Kannst du den Leuten hier von unten. Kannst du die hier kitzeln? Oder meinst du, wenn hier einer so hängt und da von unten so klopft, 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 klopft und die Leute denken sich so, was ist jetzt los? Wer klopft da? Krass, warum sind hier so kleine Batterien? Komisch. Hier liegt ein kompletter Vorhang hier. Ah, hier sind Stühle. Geilomat. Krass. Wir gucken uns jetzt den Kinofilm an. Freunde, ein Lost Place mit Kinosaal. Da glaubt man noch nicht. Aber super bequem, diese Sitze hier. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir noch einen Saal finden, wo hier wirklich komplett alles hier noch voll ist mit Plätzen hier mit den schön bequemen Sesseln. Guckt euch doch mal an, wie hoch das Ganze hier geht. Riesen Kinosaal und mitten in so einem Shoppingcenter. So voll hier, ich weiß gar nicht, wo hier Platz. Ach, ich nehme einfach hier Platz. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ach, ich glaube, hier ist gut. Junger Mann, zeig mal bitte Ihr Ticket. Ich habe leider kein Ticket. Ah, dann ist okay. Ich bin hier gerade durch die Tür einfach rein. Okay. Dann können sie bleiben. Okay. Ach. Sorry, ich wollte nicht auf die Füße treten. Tut mir leid. Boah, ich sehe gar nichts. Ich fliege da bestimmt voll auf die Fresse. Nee, geht. Guck mal, hier ist der ganze Thekenbereich. Hier haben die das Popcorn und alles verkauft. Da
Die Theke ist auch noch da. Wo ist der Popcorn? Hässliche Nüsse hier noch. Wo ist der Popcorn? Ja, geile Mart. Das hat er schon aufgegessen hier, der Jack. Warum muss man immer alles so kaputt machen, ne, Freunde? Warum? Warum kann man hier immer alles so lassen, wie es war? Hier stand mal überall das leckere Essen hier drin. Ganze Maschinen hier drauf. Ist auch immer so ein Langnese-Teilchen hier, die rumsteht. Hier liegen so auch noch so Unterlagen, Freunde. Untervermietung Kodi. Selbst so was liegt hier noch rum. Ordner, da vorne noch so Baupläne, Bauzeichnung hier von dem Center, noch irgendwelche Unterlagen. Angebot Hausmeisterdienste von diesem Center liegen hier auch noch rum. Das ist natürlich auch eine Sache hier für sich, ne? Guckt euch das mal an. Hier bist du jetzt auf der obersten Etage. Du kannst direkt auf die Straße gucken. Und direkt da gegenüber irgendwo ist die Polizeiwache. Ah, guck mal hier. Hier ist noch ein Restaurant hier oben. Und irgendwo muss hier auch noch eine Spielhalle sein. Aber die suche ich gleich. Kein Zutritt. Waschbäckchen hier. Langnese, Mülleimer. Ich will nochmal einen Kinosaal. Wie viele Kinos hatten die denn hier, ey? Ach, guck mal, hier sind rote Sitze. Die sind aber schon alle angestaubt hier. Wie denn da? Ich habe schon gesagt, das wäre der Arm vom Terminator, der da liegt. Genau, das gleiche habe ich jetzt gerade auch gedacht. In so einem Center, das kann doch nicht sein. Die haben ja mehr Kinoseele manchmal als ein kleines Kino. Ja, das war ja mehr so ein Kino-Center hier. Irgendwie so die zwei, drei Einkaufsseele, die sie hier hatten. Oder und der Rest Kino, ne? Der Rest war alles Kino. Krass. Die Sitzreihen noch überall hier. 6, 5. Ja, ist schon wirklich richtig cool, ne? Lecker. Was meinst du um die Ecke? Das ist der Ding. Unten. Das unten? Ach, du meinst hier die Dings oder was? Nein, Grabstein. Grabstein? Ach du Scheiße. Warum liegt hier ein Grabstein drin? Freunde, ich bin gerade verwirrt. Der Mike sagt gerade, guck mal nach unten, unten, unten. Ich denke schon wieder nach unten. Weil dieses Ganze hier mit diesen Kinoseelen von unten hier, das haben wir ja gerade schon gesehen. Und hier liegt in der Ecke ein Grabstein. Hier ruht, was steht da? Nee, hier ruht in Gott Fritz. Ja, den Namen sage ich jetzt mal nicht, den Nachnamen, aber muss ich hier so ein bisschen verpixeln. 84 gestorben. Warum liegt hier ein Grabstein? Das ist ja schon wieder richtig, das ist schon wieder richtig gruselig hier. Muss ich nicht verstehen. Ein Grabstein in solch unterm Kinosaal oder was? Macht die ganze Sache ja schon wieder ganz mysteriös hier. Wer weiß, was wir hier noch so für Leichen finden. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, ne? Wer schleppt denn einen Grabstein ins Kino? Vor allen Dingen dann noch in so ein Räumchen, wo die Kino-Sitzplätze quasi man von unten sieht. Also unter dem Kinosaal sozusagen. Da ist mir gerade schon wieder alles ein bisschen suspekt hier. Also ich weiß nicht. Das macht das Ganze, wie ich gerade schon mal sagte, noch irgendwie eine Nummer komischer. Du musst mal hier in den Raum gehen, war das jetzt hier, ja, ne? Ja. Geh mal hier in den Raum, geh mal rechts und dann geh mal um die Ecke. Ich habe gerade schon gesagt auch, wie kommt ein Grabstein ins Kino? Ja. Und wer schleppt so ein, wie meinte der gerade auch, 30, 40 Kilo? Ja. Warum liegt das da? Was hat ein Grabstein im Kino zu suchen? Und dann unter diesen Sitzbänken hier oder so. Ja, das ist schon sehr strange. Ich habe gerade schon gesagt, wer weiß, was für Leichen hier noch irgendwo liegen. Auf der Spur der Grabsteine, ey. Dann nimmt das ganze Kino hier nur ein anderes Ausmaß irgendwie. Du meinst hier die Dings oder was? Nein, Grabstein. Du meinst hier die Dings oder was? Nein, Grabstein. Schöne Dinger hier noch, ne? Hier, Freunde. Neue Öffnungszeiten, Dienstag bis Samstag, 12 bis 15, 17, 30 bis 23. Aufgrund der Covid-Pandemie können wir hier im Parkschein nicht mehr entwerten. Also, Covid. Hier ist nochmal die komplette fette Theke. Boah. Freunde, zieht euch das mal rein. Kann natürlich auch sein.
Zieht euch das mal rein hier. Das sieht ja mal wirklich megantisch aus, wie der Jack sagen würde, ne? Das sieht wirklich geil aus. Natürlich schon ein bisschen zerschossen, das Ganze, aber hier war bestimmt mal irgendwie so ein Wasser. Wasser drin hier, oder weiß ich nicht. Irgendwas war hier bestimmt mal drin in der Mitte. Ist ja öfters in so Asia-Läden. Guckt euch mal, wie groß das hier ist. Das sieht so apokalyptisch aus hier wieder, ne? Da noch die ganzen Sitze hier. Guckt mal, wie viele. Schaut euch mal an, wie viele Sitze hier einfach sind. Gegenüber noch die Speisekarten auf dem Boden verteilt. Und das ist wirklich so irgendwie so gespenstisch hier. Keine Gäste mehr. Ich meine, Corona ist ja quasi eine Apokalypse gewesen. Niemand ist mehr rausgegangen. Alle wurden irgendwie, alle hatten keine eigene Selbstbestimmung mehr. Alle mussten zu Hause bleiben, durften nichts mehr machen. Und hat eigentlich nur noch die Zombie-Apokalypse dabei gefehlt. Guckt euch mal oben den Leuchter an. Reserviert. Bitte ein Bitte. Ja, Strom wird hier wohl nicht mehr geben. Dann hier überall noch diese Fliesen hier an den Wänden. Oder ist auch alles nicht massiv. Das ist mehr Schein und Sein, so wie es oft so ist. Was ist denn hier? Ach, guck mal hier. Ein Kühllager, also so ein Kühlhaus hier. Hier, Kühlanlagen. Aber hier ist kein Strom mehr drauf. Hier ist ein Kühlhaus. Verstärker sicher vor Alarm, Hauptalarm, Störung, Betriebsart. Wo geht's denn hier hin? Ach komm, hier war noch ein Lager. Aber hier liegt nicht mehr wirklich viel rum. Lager von dem China. Mongolischen Restaurant hier. Ich habe einen Tropfen von oben abgekriegt. Bäh. Jetzt weiß ich auch, warum es hier schimmelt. Und hier waren die ganzen. Wo jetzt hier alles komplett voller Glas liegt. Die ganzen Essensausgaben hier. Hier war der ganze Thekenbereich. Überall hier noch alles davon. Natürlich auch schon zerschossen hier, ne? Irgendwelche Idioten müssen immer alles kaputt machen. Aber hier ist auch noch so ein Raum. Kannst du auch nochmal hier komplett sitzen. Das ist krass, Freunde. Ich schreibe mir vielleicht in die Kommentare. Das hat ja hier alles Ausmaße. Ne? Das kannst du dir gar nicht, das kannst du dir den Traum nicht vorstellen. Ne? Hinter dem Thekenbereich. Ist wirklich alles noch da. Ne? Guck mal hier. Die Küche. Hier riecht auch schon wieder so chinesisch, mongolisch. Komplette Küchenbereich hier noch. Klein ist die Küche jetzt auch nicht, ne? Das ist jetzt auch nicht riesig. Aber hat gereicht für dieses Riesenlokal hier. Ich will nur wiederholen, ne? Das ist echt schade. Für so einen Ort, der dann einfach mal so verfällt, weil durch Corona, durch irgendwelche Umstände, es einfach nicht mehr hier sich rentiert hat wahrscheinlich. Die ganzen Verträge ausgelaufen sind, die Menschen weggeblieben sind bei Corona. Und dann passiert genau sowas und dann sind genau wir da, die diese Geschichte da wieder aufnehmen und für euch halt ein Video präsentieren. Guck mal, hier an der Wand ist auch noch so ein schönes Bildchen hier. Da ist noch der letzte Bewohner, der hat gerade noch gegessen. Wir machen noch ein paar Fotos, Abschiedsfotos. Ich hab Hunger. Bist du von weit her gekommen, du armer Mann? Oh, da ist ja auch mal ein Tisch hier. Wow, den haben wir noch gerade gar nicht gesehen. Guck mal hier, so ein riesengroßer, runder Tisch hier. Hier konntest du aber schön essen. Mit wahrscheinlich 20, 25 Personen. Dann hier auch noch mal so ein Bild. Und hier an den Wänden noch so ein bisschen Deko. Guck mal hier. Hier geht es irgendwie raus in die Etage tiefer. Die Tür war aber wahrscheinlich immer abgeschlossen. Das ist nämlich hier der Notausgang, würde ich sagen, gelesen. Alte Speise,
Karte bzw. die Hülle davon. Ich putze nochmal eine Runde Staub. Ich muss ein bisschen putzen noch. Hier ist dreckig. Dieser Staubwedel, der ist nicht mehr gut. Der ist einfach nicht mehr gut, dieser Staubwedel. Guck mal hier, schönes Plätzchen, ne? Auch schon angestaubt. Generell ist dieser Laden echt schön, ne? Mit diesen runden Sitzplätzen hier und so. Oh, da haben wir eine Deko da. Ja, krass, Freunde, echt. Schreibt mal fleißig in die Kommentare, ich habe sowas noch nie gesehen. Vor allem nicht in der Größe. Wir haben ja schon mal so chinesische Restaurants und so gehabt, aber nicht in diesen Ausmaßen hier. Hier ist die ganzen Gerichte, reichhaltiges asiatisches Buffet, Mittagsbuffet, Fleischgerichte. Kombinieren Sie Ihre Fleischsorte mit einer Geschmacksrichtung mit Ananas und süß-saurer Soße. Ich bin der neue Peking-Star hier. Der Peking-Deckenstar. Konnichiwa. Moyoshadama. Ich übe gerade einen aufrechten Gang. Das ist quasi Rückenschule. Das Ding darf nicht runterfallen. Oh nein. Sieht doch mal schick aus. Bitte Abstände einhalten, sag ich ja, Corona-Zeit. Wir haben so ein schönes Badezimmer gehabt, ne? Muss man ja sagen, eigentlich, ne? Sieht schon ganz stylisch aus hier. Riecht noch nicht mal so scheiße. Es gibt wahrlich schlimmere Orte, wo es schon gestunken hat. Hier sieht es ja aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat, ne? 1 Million Zettel hier von diesem Lokal hier. Happy Hour sehe ich gerade auf dem Boden, steht da. 19.50 Uhr. Schon schnell. Eben rein da. Und hier waren irgendwie, weiß ich nicht, so Räumchen, die hier gewohnt haben oder so. Wäscheständer. Da. Komisch. Das ist ja oft so, ne? Oder Lagerräume. Ach du Heiland, was ist denn hier los? Wie viele Stühle sind denn hier gelagert? Alle so in so einem kunstvollen Design gestapelt hier. Alter, Alter. 100%. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Lampenschirm. Das ist von einem Lampenschirm und das habe ich gerade als Dekorationsobjekt auf meinem Kopf gemacht. Das ist, man muss dann immer so gerade laufen, damit das nicht runterfällt. Das ist Rückenschule. Das sieht aus wie ein Lampenschirm. Das ist der. Willst du den auch mal haben, diesen Heiligenschein? Der sieht geil aus jetzt. Der König von Nazareth. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat so ein bisschen was Jüdisches bekommen, aber das dürfen wir jetzt ja gar nicht so sagen. Das ist ja politisch angehaucht. 2019. Boah, schimmelt das hier. Das stinkt ganz, ganz furchtbar. Boden. Da tropft sie jetzt alles komplett schon runtergekommen von der Decke. Hier halte ich mir nicht lange auf, ey. Boah. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass hier so Räume existieren, die dann so im Arsch sind. Luft. Kann man DJ spielen. Auf jeden Fall Fakt ist, Freunde, es ist heiß hier drin. In den letzten Tagen war es knüppel heiß. Und hier drin denkst du, du bist hier in so einem, in so einer Sauna. Da vorne war gerade die Flora und Fauna und hier ist die Sauna. Hier waren bestimmt auch mal leckere Sachen hier in den Fässern. Ach so, hier ist die Küche. Ja, jetzt möchte ich gar nicht wissen, was in den Fässern drin war. Das ist das Laserschwert, ist das. Richtig. Freunde, wie sagt die Naromol immer, ich bin fick und fertig. Das ist eine Hitze hier drin gerade, ne? Wir sind alle am Ölen. Oh, meine Güte, ey. Hier ist auch kein Fenster offen, hier ist nichts. Hier ist irgendwie wirklich so Tropenklima ist hier ausgebrochen, ey. Da vorne fährt die Polizei. Großes Osterbuffet. Zusätzlich was? Mit Hai? Mit Hai und Wildschwein. Mit Hai. Ja, wie war das? Was ist hier gemacht? Die Untertassen hier an der Wand geklebt? Ja, habe ich eben schon mal gemacht. Achso, Jack Picasso war am Werk. Was haben sie denn hier gemacht? Da haben sie den, da ist der Kleber, da sind die ganzen Teller und dann haben sie das hier irgendwie an die Wände geklatscht, da hinten auch. Warum? Also das Ding hier ist einfach nur strange, einfach nur suspekt. Erst findest du Grabsteine, jetzt findest du Untertassen da, Untertassenteller, die an der Wand geklatscht sind. Kurios. Vor allem, ich stand gerade mitten im Gang, ne? Treppe die Hose.
muss man echt schnell sein. Eieiei. Kein Spiel unter 18, wir passen auf. Herzlich willkommen in der Spielhalle. Alter Schwede. Aber hier ist ein bisschen kühler irgendwie. Unsere Öffnungszeiten 2020. Also bis 2020 hat die auf jeden Fall offen. Gib mir auch, dass das Datum sein kann, wo das Ganze dann nicht losgegangen ist. Hier ist auf jeden Fall der Bereich, wo die ganzen Dattelgeräte irgendwie standen. Das würde ich mal sagen, ne? Wenn man sich mal vorstellt, Freunde, ne, wie viel das Ganze hier gekostet hat, ne? Und alles jetzt hier einfach mal so komplett kaputt ist, ne? Alles hängt von der Decke. Ist einfach nur wirklich mega traurig, immer wenn man sowas sieht, ne? Ich meine, das ist eine Spielhalle, aber ist jetzt nicht so, ja, dass ich sage, oh Gott, scheiße, eine Spielhalle weniger. Im Gegenteil. Aber so, wenn man sich einfach mal vorstellt, wie teuer das hier alles war, ne? Und es einfach alles brach liegt. Vorne eine Etage geht es noch hoch. In den Vorführräumen, wo die Filme eingelegt wurden. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Gucken wir mal, was wir noch finden. Pitz, der Hase. Ein Weihnachtsbäumchen dabei. Chick hat gerade gesagt, Pets Hase. Hier steht aber Peter Hase. Am 22. März im Kino. Hat er leider keinen Kopf mehr. Weihnachten ist immer am Start, ne? Geh ich gleich rein. Kann ich in Ruhe filmen. Was ist das denn? Das sind alles komplette Räume. Guck mal hier. Boah, den Ventilator, der hier zu Hause. Der macht bestimmt gut Temperatur hier, beziehungsweise gut Kühlung, ey. Und nochmal so ein Räumchen, da ging es aufs Dach. Guck mal hier, hier sind glaube ich die Räume, oder? Ui, hört ihr das? Wie tropft's? Ich glaube, ja sicher, hier sind doch die, das ist doch, oder bin ich jetzt blöd? Hier ist die Treppe und hier, ja sicher, von hier wurde das alles gesteuert mit dem Kino. Ob das heutzutage noch mit so einem Projektor funktioniert hat oder ob das, eher so digital, weiß ich mal. Oh, wir können auch den roten daraus machen. Oder den grünen, der sieht auch gut aus. Oder der ganz blaue. Kannst du die Projektoren da steuern? Hier steht Projektor 1, hast du schon gesehen? Nee. UV Kino, zweites OG. Ja. Und hier. Wie der Jack gerade sagte, ne? Hier auf den Dächern rumtouren wäre bestimmt auch cool, aber die Häuser da, die sehen dann alle, ne? Und dann bist du hier, glaube ich, wirklich am Arsch. Ja, Freunde, hier genau meinte ich. Guckt euch das mal an, hier ist das Lager. Hier sind Sitzkissen hier. Und quasi die Untergestelle. Da ist, glaube ich, ein Popcornautomat. Hier haben sie komplett alles hier gelagert. Hier sind die ganzen Stühle. Der ganze Raum ist hier voll geballert hier. Mit allen mir aus dem Kino. Hey, ich gerade reingeguckt habe, da ist Heizungsdings hier. Auch nur. Ach, meine Freunde. Boah, der geht schon verschimmelt. Hier sind nochmal die ganzen Projektionsdinger hier. Kann man das sehen? Ja, das spiegelt hier alles. Aber hier geht es in die Kinoseele. Von hier wurden auch wieder die ganzen Dinger hier gesteuert, die ganzen Steckdosen. Hier haben wir den Beamer. Vielleicht kann ja irgendjemand von euch, der sich damit auskennt, vielleicht hat er ja einer mal im Kino gearbeitet als Techniker, mal reinschreiben, wie das Ganze hier so funktioniert. Würde mich echt mal interessieren. Also insgesamt hatten die, glaube ich, sieben Kinos hier. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann quasi noch mal in dem anderen Nummer 2. Also 7 Kinos hatten die ja definitiv. Vorführung oder was hier gesehen? Reinigungs- und Wartungsplan. Ah. Guck mal hier, 2002, gereinigt. Krass. 03, 04. Da hängen hier Zettel, die sind 18 oder 16 Jahre, bevor das geschlossen ist. Ja. Vielleicht wurde da das letzte Mal gereinigt. Ja, vielleicht hat das aber nicht gelegen, man weiß. Ja. Ach Mann, ey. Wo ist die Zeit geblieben? Wo ist der Kick? Wo ist der Supermarkt? Ich bin so gespannt.
will nur noch zum Einkaufen finden, aber irgendwie ist hier alles zu. Ach Mensch. Freunde, der Abstieg von ganz oben geht jetzt los und ich würde sagen, glaube ich, an dieser Stelle haben wir alles gesehen. Wir sind alle fertig gerade, irgendwie alle am Schwitzen, weil hier irgendwie brühte Lize gerade drin ist. Und jetzt geht's runter, jetzt geht's raus, jetzt gucken wir, oh, hier ist mal ein Fenster aufsichtbar. Jetzt geht's irgendwie raus, gucken, dass wir unentdeckt rauskommen vor allen Dingen, weil wie gesagt, Polizeiwache ist nicht weit weg. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst fleißig Däumchen, Abo drücken, wenn noch nicht gemacht, und drückt die Glocke, sodass ihr immer die neuesten Videos seht. Neue Abenteuer werden folgen, jetzt kommen noch 498.000 Stufen und bin ich schon ganz schwindelig. Jetzt hin und her und kreuz und quer. Ja, hinterlasst auch, natürlich, oder zwar nicht hinterlasst, aber geht hier auch auf die Kanäle drauf. Da hinten ist hinter mir jemand, der winkt gerade. Da ist er, bei Mike und auch da, bei Jack. Kanäle werde ich verlinken, beziehungsweise reinschreiben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten spannenden Abenteuer. Ciao, ciao, Leute.